Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einer neuen Folge von Worms 4 Ultimate Mayhem. Letzte Folge haben wir Geisterhügel erfolgreich nicht beim ersten Mal geschafft und es geht weiter mit einem geschafften Tin Can Valley. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich habe einen Fehler gemacht. Als ich gestern Nacht in einer Bar war, hörte ich, wie ein Rüpel namens Tin Can Valley mit seinem Goldvorrat prahlte. Ich habe ihn gebeten, es mir zu geben, aber da wurde er ein wenig ärgerlich. Und jetzt will er im Morgengrauen ein Duell. Naja, und da ich überzeugter Pazifist bin, wird einer von euch an meiner Stelle kämpfen müssen. Viel Glück. Warum ist das schon geschafft? So wie die nächsten auch. Liegt daran, ich habe hier schön aufgenommen. Und dann hatte ich ein Problem mit der Aufnahme. Mein Renderprogramm wollte die Aufnahme ums Verrecken nicht akzeptieren. Ein Aufnehmen oder wie auch immer. Und ja, mit OBS alles nachträglich aufnehmen, das war ganz toll. Wieder so ein Pixelmatch, jetzt nehme ich das Ganze neu auf. Ganz ehrlich, scheiß drauf auf, ob ich das jetzt in der Zeit schaffe oder nicht. Ich habe ja alles, ist ja auch wurscht. Ich werde jetzt einfach zeigen, was man hier machen muss und dann hat sich das. Ich habe nämlich die Schnauze voll von dem Scheiß. Ich habe mich schon wieder so aufgeregt. Es war zum Kotzen, ey. You ain't having my gold, boy. It's all mine, you hear? Pardon? Why, you little... Oh, go on. I'll swap you a stick of bubblegum. And a copy of Gunslinger's Monthly. No thanks. But it's got a new Gunslinger's Wives section. Don't mince with me, boy. Prepare to draw. Oh, lovely. I'll just go get my easel. Right. That's it. I've had enough of you. This is a shootout. The first worm to destroy all their targets wins. Okay. Dann wollen wir mal. Wir haben 4 Minuten Zeit für den Zeitbonus, den ich ja schon längst habe. Ich darf den Wurm übrigens nicht töten, sonst habe ich verloren. Komischerweise. Ist mir ein bisschen schleierhaft, aber ich kann ihn ja einschüchtern, nämlich auf den Ziel, damit er die Hände hochnimmt. Ist auch sehr fair, dass er mit der Schrotflinte... Nicht ein bisschen wackelt, er ist die Ruhe selbst, das ist schon ziemlich gemein. Und ja, ich weiß auch nicht warum. Er ist halt so ein kleiner Cheater. Ja, super. Ich war auch schon mal besser mit der Schrotflinte. Auch geduldiger, was das Schießen angeht, aber egal. Wir werden das sowieso schaffen, weil er am Ende, ja, genau das machen wird. Er wird mit dem Scharfschützengewehr schießen und das wird ihn den Sieg kosten. So. Das haben wir gleich im Sack. Wenn das gleich da hinter der Kirche auftaucht, die Zielscheibe, das ist die letzte übrigens. Spoiler. Dann werde ich einfach mit dem Scharfschützengewehr ballern. Dann hat sich das. Er trifft auch mit jedem Schuss, der alte Posse. Lass ich ihm aber nicht durchgehen. Ich bin Pro-Gamer. Ich meine Po-Gamer. Was man auch daran sieht, dass ich da jetzt einmal verballert habe. Scheiße. Super. Beim ersten Mal zocken lief das alles viel besser. Nur, ne. Was soll man dazu noch sagen? Scheiß Technik. Ich freue mich. Kackdexterie. Jetzt habe ich da einen anderen Codec drin, damit ich nicht so mega Monsteraufnahmen habe, die mir hunderte Gigabyte fressen. Aber bist du behindert, ey? Aber dann, ab einer bestimmten Größe macht das Renderprogramm nicht mehr. Das ist total dumm. Ich weiß auch nicht, was der Scheiß soll. Ich hasse es. Technik ist scheiße. Jetzt muss ich erstmal den Technik verprügeln. Hahaha. So, da ist unsere Zielscheibe. Ja. Kleiner Drecksack, du. Eine Zielscheibe hat er noch. Da oben.
Aber wir werden natürlich als erstes gewinnen, weil wir total safe spielen, das Zielschuss, ja, und yeah. Ouch! Nice shooting, kid. Aha, the gold. So this is it. My gunslinging days are over. Wait, kid, don't go. I cannot take this secret to the grave. I am your father. Hey, you know it looks like it could rain. Oh, he's dead. Oh well, never mind. Oh, you killed my pappy. Uh-oh. Brothers, this varmint just killed our pappy. But, dear old pappy. Now, guys. Why, my pappy? Why? Let me just explain. Prepare to meet your maker, critter. So it's a fight, is it? Yeah. Naja, wer hier wohl vor wessen Schöpfer vertreten wird, das werden wir gleich herausfinden. Das werde nicht ich sein. Au. Das tut doch weh. Worms mit Blut wäre auch interessant. Nur mal so nebenbei. Ein blutiges Worms-Game, das wäre doch toll. So, den hätten wir schon mal erledigt. Der ist als nächstes dran. Guck mal, ein Scheißhaus. Das Gute ist, die schießen nur mit dem Scharfschützengewehr auf uns. Das heißt, uns bleibt eine Menge Scheiße erspart, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich das Klo da betrachte, komme ich darauf. Was macht der da? Ich meine, es ist das Letzte, was er machen wird, aber... Hä? Wofür rennt er da hin? Der ist dumm. Zeitschinder. Ja, hätte ich besser geschossen vorhin, dann wäre ich in 4 Minuten durch. Aber ich habe den Zeitbonus, von daher scheiß drauf. Scheiß drauf, weil da hinten ist ein Klo. So, du bist der Erste. Ich gehe schon mal in Richtung Ziel. Oh, da ist ein Pfosten im Weg. So, ein schönes Ableben wünsche ich Ihnen. Ja, und da sind die 4 Minuten rum. Hätte ich besser geschossen, würde ich es doch in der Zeit schaffen. Aber wie gesagt, es ist egal. Da, hupsa. Da ich halt das schon gemacht habe, weil ich Profi bin. Yeah! Aha, the gold. Yeah! I've forgotten about that. Too busy looking good. See, I told you it would rain. My word, I'm good. Ja, das bist du. Aber wir sind in im Wilden Westen. Wieso regnet's da? Verdammt nochmal, wir sind in der Wüste. Aber ist doch egal. Yeah! 5 Münzen. Mann, geh nicht da drauf. Arschloch. Arschloch! So, das hätten wir. Doom Valley. Das Flussbett hier scheint bis oben hin voll mit Goldnuggets zu sein. Perfekter Treibstoff für unsere Zeitmaschine. Allerdings scheinen die Einheimischen nicht zu wollen, dass wir es nehmen. Sie sind im Begriff, den JC Van Damme zu sprengen und das ganze Gebiet zu überfluten. Geht ganz nach oben und erteilt dann diesen Halunken eine Lektion. Zeit... Ich habe vergessen, was die Zeit war. Es war sehr knapp. Ich habe für diese Scheißmission habe ich über eine halbe Stunde gebraucht. Ungelogen, über eine halbe Stunde, bis ich den Scheiß-Zeitbonus endlich drin hatte. Ich hasse diese Mission. Ich habe die schon immer gehasst wegen dem Zeitbonus. An sich ist sie ja cool, weil halt cool, ne? Wasser steigt und so. Doom Canyon. Halt die Fresse! Ich hasse diesen. Usually this is a top day trip destination. Not today, it's not. Boggy the Kid and his gang have you trapped here. They're despicable. They're devious. They'd steal from their own mothers. They're blowing up the dam. What the? Suddenly this fight has an extra twist. No dam means more unwanted water. You can do this. Good luck. Jo, danke. Ich frage mich, wie mitten auf dem Meer das Wasser auf einmal steigen kann. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Jetzt weiß ich auch, wie ich hier vorgehen muss, damit ich das auch innerhalb der Zeit schaffe.
So, den muss man erstmal runterpüllen. Dann hüppeln wir mal hier hoch. Ich bin auch extra die Abkürzung gegangen. Also mit dem Fallschirm. Das ist nämlich so ein kleiner Trick, um den Zeitbonus zu kriegen. So. Er macht das, was er am besten kann. Runterfallen. Robert! Was willst du denn? Wer auch immer das war. Wahrscheinlich der hinter mir. Der Blödmann da. Ich schmeiße wieder ein paar Splitterbomben. Sehr schön. Was ist witzig? Nicht die Brücke. Ah, ich dachte schon. Ah, okay. Einfach nur ein bisschen die Wand gedamaged. Damit kann ich leben. So, einmal hier hoch. Einmal da. Ich dachte schon, die hauen die Brücke wieder in Stücke. Das haben sie auch einmal gemacht. Da bin ich hier kaum rübergekommen. Bin ich wirklich sehr gut gesprungen. Ja, aber Aufnahme und so, ne? Ganz toll. Yay, yeah, ich freue mich. Überhaupt nicht. So, jetzt müssen wir hier taktisch vorgehen. Ich glaube, es waren 5 Minuten, die man nur Zeit hat. Ich habe keine Ahnung. Ja, man muss nach hinten fliegen. Ansonsten fliegt er nicht weit genug und landet wieder auf dem Boden. Hui! Texas Tovel. Da liegst du richtig. Fast tot, aber das reicht noch nicht. Er wird sowieso bald sterben. Da, Robert! The Kid ist abgesoffen. Balkev Kartev. Er geht genau dahin, wo er vorhin auch war. Sehr schön. Kann alles perfekt nachspielen. Mist, er hat mich getroffen. Robak. So, bevor wir den da hinten umlümmeln, muss ich den erstmal ausschalten. So, warte mal. Ganz gewieft. Dahin zielen. Dann einfach nach oben schießen. Das ist jetzt mehr so Tutorial, wie man das am besten machen kann. Und da fliegt er! Six Guns Dunstan hat uns verlassen, um eine Meerjungfrau zu heiraten. Aber möchte sie ihn auch heiraten? Nee, ich glaube nicht. Achtung, das Wasser steigt. Das Gute ist, das Wasser steigt nach jedem Zug. Wirklich nach jedem Zug. Egal wer dran ist, es steigt unaufhörlich. Bisschen doof, dass er da oben drauf steht. Oh nein, die Brücke. Da wollte ich doch gar nicht mehr rüber. Nein, die arme Brücke. Die arme Blöckel. So. Jetzt weiß ich nicht, warum das wieder so Bong macht. Ich habe keinen Plan. Ist ein bisschen bescheuert, aber hey. Das ist Worms, da kann man nicht viel erwarten. Das Gute ist, der geht da in die Ecke. Weil wir hier auf der einen Seite sind. Da können wir den jetzt einfach damit ein feuchtes Grab beschaffen. Da freut er sich bestimmt immens. Blub, 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 blub. Errungenschaft freigeschaltet. Davy Jones. Ah, weil ich 50 Würmer ins Wasser befördert habe. Cool. Das ist eine coole Errungenschaft. Ich glaube wirklich, dass ich den Bonus kriege, wenn ich innerhalb von 4 Minuten hier durch bin. So, das sollte es gewesen sein. Gar nicht schlecht für einen Anfänger. Immer noch nicht! Auf jeden Fall müssen wir in 4 Minuten durch sein. Wäre der Penner nicht auf dem Stein, wäre jetzt tot. Aber naja. Meme. Zug überspringen. Kommen Sie wieder, wenn Sie gut genug sind. Das bin ich. Der lebt ja immer noch. Aua. Also habe ich die Schnauze voll von dem. Ich glaube, ich sollte was und... Okay, hat sich erledigt. Success. Ich will keine Ärsche lecken. With the pesky varmints dealt with, you can now leave Doom Canyon. Doom Canyon, halt die Fresse. Halt einfach die Fresse mit deinem Scheiß Doom Canyon. Ja, 4 Minuten. Ja, komm, der hat zu lange überlebt, aber... Er ist auch beim ersten Mal. Ist ja auch egal. So, das hätten wir am Sack. Dann haben wir das als nächstes. Das werde ich im nächsten Part machen. Ich schneide hier noch was rein. Das hat mit Tinker Valley zu tun. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich werde jetzt die Folgen kürzer halten, damit ich ja nicht in die Versuchung komme, hier irgendwie wieder die Aufnahmen nicht rendern zu können. Deswegen
jetzt noch ein kleiner Einschnitt oder hier, wie auch immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Arrivederci. Viel Spaß mit dem, was noch kommt. Und tüdüm, bis zur nächsten Folge. So, das habe ich vorhin vergessen. Das Easter Egg des dritten Kapitels. Warte mal. Wir müssen nochmal in unser kleines Scharfschützenduell. Da ist nämlich das Easter Egg versteckt. Das werde ich mal kurz zeigen. Den Penner drücke ich mal weg. Der interessiert mich einen feuchten Furz. Der fängt schon super an. Einmal daneben geballert. So, ich lasse ihn mal kurz machen. Ich möchte den gerne umlümmeln. Ja, du hast es voll drauf. Soll ich mal was ausprobieren? Okay, ich kann ihn auch einfach umbringen, wenn ich möchte. Das wollte ich ausprobieren. So, alles klar. Profi. Ups, warte mal. Das Versteck unter einem Duell, du Lutscher. Komm her. Ich puste dich weg, Pussy. Tinken Valley, dass ich nicht lache. Den Spaß gönnen wir uns, bevor ich das Secret zeige. Er ist auch so gut und ballert immer schön auf die Zielscheiben. Der ignoriert mich einfach, das geht doch gar nicht. Ah, Tinken Valley, ich spiele nicht fair, ich spiele siegreich. Halt. So, den hätten wir erledigt. Oh. Okay, so kann man verkippen. Ah, alles klar. Na, okay, dann machen wir es. Machen wir es noch einmal. Okay, ich darf ihn nicht töten. Gut, daneben nicht. Dabei ist ein Sieg ein Sieg. Dann kann der eine Trottel immer noch wegen seinem Vati rumheulen. So, da machen wir es aber mal richtig. Guck mal, ein Klo. Hui! Eine Überraschung. Ich habe ein echt vollgeschissenes Klo hochgejagt. Ist ja gut, da hast du. Ja. Wir haben das Klo in Luft gejagt. Da fliegt die Pest weiter. Ist schon irgendwie geil, dass sie giftigen Ausdünstungen durch den Wind beeinträchtigt werden. So, dann werde ich das jetzt mal eben zu Ende bringen und dann sehen wir uns. Ich spule das natürlich vor. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir unsere 1000 Münzen entgegennehmen. Punkte meine ich entgegen. Die Münzen. Wir sind nicht bei Mario. Wir nehmen unsere Punkte entgegen. Haha. Yeah, 1000 Münzen. Woo. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal.